Stefan Listerbart. 25. Ich studiere derzeit Medizin und bin im letzten Jahr des Studiums und werde das im Juli 2019, wenn alles gut geht, abschließen. AKH, im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, auf der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Tatsächlich bin ich quasi über die VCM auch zum Laufsport gekommen, indem ich mit meinem Bruder, ich glaube das war 2010 oder muss 2009 sogar schon gewesen sein, meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin dort. Und ja, so hat quasi irgendwie alles angefangen. Einerseits finde ich super, dass wir mit der Dichte, die wir derzeit haben, im Marathonsport haben, in Österreich, dass wir da jetzt eine Plattform haben, wo wir das quasi uns präsentieren können und auch selbstbewusst auftreten können und sagen können, wir sind derzeit eine große Gruppe und auch in dieser Gruppe wollen wir uns gegenseitig pushen, gegenseitig uns an unsere Grenzen treiben, sage ich jetzt mal. Und was mir persönlich auch sehr wichtig ist mit diesem Projekt, hoffe ich doch, dass wir auch die nächste Generation vielleicht motivieren können und zeigen können, dass es möglich ist, auch als Österreicher einen schnellen Marathon zu laufen. Und ja, das würde mich sehr freuen, wenn wir tatsächlich da junge Läuferinnen und Läufer motivieren können, auch diesen nicht immer ganz einfachen, aber doch sehr schönen Weg zu gehen. Ja, da kann ich nur sagen, ich glaube, da geht es uns allen gleich, egal ob wir den Marathon in was weiß ich, 2 Stunden 10 oder 2 Stunden 18, so wie ich, oder in 3 Stunden oder 4 Stunden laufen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich dieses große Ziel, diesen Tag X einfach vorstellt, auch immer wieder vom Training, dass man sich bewusst macht, wofür man trainiert und sich ganz klar auch ein Ziel setzt, was an diesem Tag X passieren soll. Fokussieren. Vorstellen des Ziels und gute Laune.